Also, ich habe ja mit echt vielem gerechnet, was den Start in die neue NBA-Saison angeht, und es muss schon viel passieren, damit ich wirklich von den Socken gehauen werde. Bei den allermeisten Teams hätte es mich nicht geschockt, wenn sie einen anderen Saisonstart hingelegt hätten, als sie es eigentlich haben. Wenn Dallas und Denver den Start verkackt hätten, hätte ich gesagt, ja okay, wundert mich schon, aber kann ich sehen. Wenn die Clippers, Suns oder Lakers besser gestartet wären, hätte ich ebenfalls gesagt, ja okay, wundert mich jetzt auch nicht unbedingt. Ein Team, dessen Start mich allerdings wirklich schockt, sind die Houston Rockets. In meinem Video vor der Saison über das Blutbad, welches die Western Conference ist, hatte ich gesagt, dass drei Teams mit ziemlichem Abstand die schlechtesten im Westen sein würden, und zwar Portland, San Antonio und natürlich Houston. Die Spurs sind mies, die Blazers ebenso, wer allerdings alles andere als mies ist, sind die Rockets, und das ist schon ziemlich schockierend. Und danach sah es auch gar nicht mal sofort aus, man verlor die ersten drei Spiele der neuen Saison und sah wie ein wilder Hühnerhaufen aus, allerdings gewann man seitdem sechs Spiele in Serie und steht auf Platz 4 in der Western Conference. Und es ist auch nicht so, dass die Rockets mehr Siege holen, als sie laut den Advanced Stats eigentlich sollten. Man ist 10. beim Offensivrating und 5. in der Defense, eines der ganz wenigen Teams bei beiden dieser Werte in der Top 10. Niemand, und zwar absolut niemand, konnte damit rechnen, dass Houston so in die Saison startet. Das erinnert so ein bisschen an die Utah Jazz in der abgelaufenen Spielzeit, auch diesen gelang damals so ein krasser Start. Die Rockets sind nicht nur gut, sie machen auch wahnsinnig Spaß, und das nach einer heftig kritisierten Offseason, in der man Spielern wie Fred VanVleet oder Dylan Brooks Monsterverträge gab und sie den jungen Spielern vor die Nase setzte, die sich eigentlich entwickeln sollten. Niemand mochte ihren Sommer, außer sie selber und diese beiden Spieler natürlich, aber bisher gibt ihnen der Erfolg recht, man gewinnt und man gewinnt deutlich, hat das sechstbeste Netrating in der gesamten NBA. Die Rockets machen Spaß, ihre jungen Spieler entwickeln sich weiter, die neuen Veterans schlugen ein und haben dieses Team auf ein anderes Level gehoben, da entsteht etwas in H-Town. Die Vision ist zu erkennen, das hat alles Hand und Fuß, mal ganz abgesehen von den tollen Resultaten. In den letzten Jahren war das anders, da waren sowohl die Resultate mies, als auch die Art und Weise, wie dieses Team Basketball gespielt hat, hässlicher als das, was die Rockets da Abend für Abend machten, wurde es nicht, es war kein Vergnügen. Dieses Team konnte weder angreifen noch verteidigen, heute können sie beides und dann kommen die Siege eben auch von ganz alleine. Aber woran liegt das? Was machen die Rockets so gut? Wie performen die Spieler? Was machen die Coaches? Was steckt hinter dem klasse Saisonstart und vor allem wie real ist der? Bevor es aber losgeht, der kurze Hinweis, unsere Black Week in Sachen Miami Community Reise geht bereits heute los und dauert 9 Tage. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt, wer also vom 21.03. bis 27.03.2024 mit mir und 10 anderen Basketball- und NBA-Verrückten in den Süden Floridas fliegen möchte, jetzt ist die Zeit zuzuschlagen. Wir schauen drei NBA-Spiele, Miami gegen Golden State, Cleveland und New Orleans, vielleicht sehen wir sogar einmal Messi spielen, da hoffen wir aber auf den Spielplan des Fußballteams. Unser Hotel ist 2 Minuten vom Strand weg, es wird täglich freiwillig geführte Touren geben und alle Infos gibt's auf der unter diesem Video verlinkten Webseite. Ab heute gibt's die Reise für 1.799 € statt wie sonst 1.999 €, also für 200 € günstiger, und diese Aktion geht bis zum Cyber Tuesday. Wir haben noch 5 Plätze frei, für New York und LA ist bereits alles weg, aber für Miami könnt ihr euch noch einen letzten Platz sichern. So Freunde, genug dazu, kommen wir zu den Houston Rockets und starten wir mit den Spielern in diesem Team, die neu angefangen haben dort, und zwar den Neuzugängen. Dylan Brooks ist ein absoluter Gamechanger für dieses Team, weil er nicht der Dylan Brooks ist, den wir von den Memphis Grizzlies kannten. Also klar, er ist immer noch dieser temperamentvolle, überragende Defender, der sich mit jedem anlegt und die Rolle des Bösewichts und Feindes liebt, aber er ist ein anderer offensiver Spieler und das konnte man eigentlich so nicht vorhersehen. Nach dem sang- und klanglosen Playoff-Ausscheiden der Grizzlies machte ich ein sehr kritisches Video über Dylan Brooks und nannte ihn darin einen der schlechtesten offensiven Spieler in der NBA. Wahnsinnig ineffizient mit Steph Curry, Confidence und Shot Selection, immer wieder spielten seine Grizzlies 4 gegen 5 in der Offensive, weil gegnerische Defenses den Shooting Guard komplett ignorierten, oder noch schlimmer, der Mann nahm das Zepter direkt selber in die eigene Hand und ballerte Memphis komplett selber aus dem Game. In dieser Spielzeit dann ein ganz anderes Bild, Brooks ordnet sich unter, er kennt seine Rolle und er brilliert in seiner Rolle. Seine Usage Rate ist von 22 auf 16% runter, seine Versuche aus dem Feld pro Spiel von 14 auf 9. Seine Dreier auf 100 Possessions sind runter von 9,5 in der letzten Saison auf 5,5 in dieser, und das ist ein Unterschied von Welten. Und dass er weniger macht, hat einen riesigen positiven Einfluss auf seinen offensiven Impact und seine generelle Effizienz. Ein 118er Offensivrating statt 102, 69% Shooting statt 49, 53% Dreier statt 33. Wir reden nicht von einem Sprung von guten Zahlen auf sehr gute oder von schlechten Zahlen auf ordentliche oder von durchschnittlichen auf überdurchschnittliche. Wir reden über einen Jump von absolut grauenhaften Zahlen zu absolut absurd guten Zahlen, und das kommt so eigentlich nicht vor.
Sicherlich müssen wir abwarten, ob er das alles über eine komplette Saison halten kann. 53% Dreier wird er sicherlich nicht das ganze Jahr überschießen, aber dass er offensiv so perfekt reinfittet, nur die Würfe nimmt, die er nehmen soll, weniger mit dem Ball in der Hand missbaut, es wirkt Wunder, wer hätte es gedacht. Und dann wird er eben ein richtig guter NBA-Spieler draus. Immer noch kein 80-Millionen-Dollar-Mann wahrscheinlich, aber gerade in Kombination mit seiner herausragenden All-Defense-Level-Arbeit in der Verteidigung sieht es richtig gut aus. Brooks ist und bleibt einer der besten Point-of-Attack- und Perimeter-Defender im Game, verteidigt Abend für Abend den besten Wing oder Guard des Gegners und er macht das besser, als so gut wie alle anderen das könnten. Kommen wir zur zweiten großen Verstärkung des Houston-Sommers. Fred VanVleet kam für einen ganzen Batzen Geld aus Toronto. Seine Zahlen sehen jetzt nicht ganz so crazy aus, 18 Punkte und 8 Assists pro Abend bei ordentlicher, aber nicht unbedingt herausragender Effizienz. Eine Sache, die den Rockets aber in den letzten Jahren gefehlt hat, war offensive Struktur. Jemand, der die Fäden ziehen kann, offensive Plays einleiten, der versteht, wie man eine Offensive läuft, der parts, wenn er noch connected, wenn natürlich auch nicht auf dem allerhöchsten Level. VanVleet strahlt einfach eine gewisse Gelassenheit aus, welche nur durch Erfahrung kommen kann und diese haben junge Leadguards selten. Auch hier, ich finde ihn nach wie vor extrem überteuert, aber er fittet rein, übernimmt, wenn es nötig ist, nimmt sie aber auch gleichzeitig zurück, wenn er sich zurücknehmen soll. Aber kommen wir doch mal zum jungen Kern der Rockets, angefangen mit ihrem besten Spieler der bisherigen Saison, einem Kollegen, über den Lorenzo und ich gestern auch in unserer neuen Mailback-Folge des Double Stepback Podcasts geredet haben. Alperen Şengün bricht gerade aus, he is happening, er dominiert aber mal sowas von. 19 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists pro Abend, ein 126er O-Rating, 63% Shooting, die Usage ist ebenfalls auf einem Career High. Er entwickelt sich vor unseren Augen zu einem All-Star-Level Big Man, zu einem der besten jungen und vielversprechenden Bigs der NBA. Der immer noch gerade einmal 21er hat sich zu einer primären offensiven Option entwickelt und kreiert am laufenden Band mit seinen Guard-Skills effiziente gute Looks für sich und die Kollegen. Vor einem Jahr erst analysierte ich sein Nikola Jokic-Like-Game in einem sehr ausführlichen Extra-Breakdown, heute sieht es aber noch einmal 100-mal vielversprechender aus. Er kann dribbeln, werfen und vor allem passen, hat eine unfassbare Spielübersicht, ein sensationelles Decision-Making, es gibt nichts, was Alperen Şengün nicht kann. Und er ist bei weitem nicht der einzige Spieler in diesem Rockets Young Core. Jalen Green ist nach ihm der Second-Leading-Scorer und auch seine Improvements sind klar sichtbar bisher. Für einen ehemaligen zweiten Pick im Draft sieht es immer noch nicht so wahnsinnig rosig aus, ein 106er All-Rating ist stark ausbaufähig, aber zumindest sein True-Shooting und die Dreierquote gehen in die richtige Richtung. Ich meine, ja, 2,7 Assists auf 2,2 Turnover als Point Guard ist ein absoluter Scherz, aber wir reden ja über Baby-Steps, kleine Dinge, die besser werden und dazu gehören in meinen Augen eben auch Sachen wie Decision-Making und Shot-Selection. Jabari Smith ist der 5. im Team mit einer 2-stelligen Punkteausbeute im Schnitt pro Abend und auch der 20-Jährige sieht um Lichtjahre besser aus als noch als Rookie. Sein True-Shooting ist von 51 auf 57% hoch, sein Dreier von 30 auf 37, er sieht einfach so viel komfortabler aus als noch im letzten Jahr. Dank seiner Größe und Athletik kann sich Smith Jr. wann immer er will aus dem Dribbling seinen eigenen Wurf kreieren und die Freiheiten dazu bekommt er auch von Ime Udoka. Den kann man auch nur loben, Ime zeigte damals in Boston schon, dass er seinen Job herausragend machen kann und ähnliches zeigt er auch jetzt wieder in Houston. Die Offensive ist ein Vergnügen, viel Bewegung, Ballmovement und Shooting, Pressure Points werden attackiert, man kann aus so vielen verschiedenen Situationen raus komfortabel eine Defense durchbrechen. Und wie gesagt, man hat überraschenderweise die 6 beste Defense der NBA und das hat sowohl mit dem Personal zu tun, als auch natürlich wie immer mit dem System. Man sieht so viel von dem, was die Celtics Defense vor 2 Jahren so erfolgreich gemacht hat, in den heutigen Rockets wieder. Eine Reihe von athletischen, mobilen und vor allem switchbaren Wings, die sich den Arsch aufreißen. Houston switcht die allermeisten Screens, erzwingen sogar wieder Isolations, sie spielen aggressiv und helfen viel und die Resultate folgen dann automatisch. Also, werden die Rockets die Saison mit einer positiven Bilanz beenden? Wahrscheinlich nicht, aber ihr Start ist absolut beeindruckend und die Vision klar erkennbar. Checkt wie gesagt gerne Miami aus, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.